Moin, moin. Moin. Sylter Werkstätten. Ganz genau. Was gibt's Neues? Ihr seid jetzt immer hier auf dem Markt. Genau, zum zweiten Mal. Letztes Wochenende war Premiere am 2. Mai und jetzt sind wir heute das zweite Mal hier und sind auch ganz zufrieden. Heute ist das Wetter nicht ganz so schön, aber wir sind gut drauf eingestellt. In den Sylter Werkstätten finden über 40 Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen Beschäftigung. In den letzten Jahren wurde die Produktpalette der Sylter Werkstätten immer umfangreicher. Zum einen haben wir unser Bio-Müsli aus unserer Bio-Müsli-Manufaktur direkt am Fliegerhorst. Dann haben wir die Kerzen als Eigenprodukte, aber auch noch verschiedene andere Produkte. Also unser Konzept ist es auch, andere Einrichtungen, von anderen Einrichtungen Produkte zu kaufen, so wie die Segeltuchtaschen aus dem Schleiwerk oder Gießkeramik aus Meldorf und einfach Produkte aus Werkstätten für Menschen mit Behinderung anzubieten. Ist eine gute Sache. Und demnächst auch am? Ja, Mittwoch. Mittwoch auf dem Wochenmarkt. Ich denke mal so ab Juni, wenn alles klappt, sind wir mittwochs auch hier. Dann wünschen wir euch viel Erfolg. Dankeschön. Alle, die nicht am Samstag oder Mittwoch die Zeit finden, auf den Wochenmarkt zu gehen, auch im Manufakturladen am Fliegerhorst in Westerland, finden Sie alle Produkte von montags bis donnerstags 9 bis 15 Uhr und am Freitag von 9 bis 13 Uhr.